Also, nochmal runter. Ich habe mir gemerkt, wir mussten bei diesen schwarzen... Das wäre jetzt interessant, wenn es hier einfach eine Abkürzung gäbe, wenn man einfach das Loch runterspringt. Aber ich denke, wenn ich da ins Loch runterspringe, bin ich einfach nur tot. Und das will ich irgendwie nicht. Also, Schlund des Abgrunds, ganz runter, die ganzen Viecher alle wieder töten. Und dann wieder von der Hand gepackt werden? Mal gucken. Kann auch gut sein, dass wir sofort irgendwie in Bosskampf kommen können. Aber ich wüsste nicht wie. So, weg mit dir. Genau, da seid ihr alle. Die sind relativ langsam. Das heißt, theoretisch könnte ich an ihnen vorbeilaufen. Die werden mir auch nicht in Bosskampf folgen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich guck mal. Erstmal ist da oben wieder so ein doofes Ding, genau. Da komme ich nicht hoch. Oh, hey. Was? Hat die mich gerade ge... Oh. Problem. Ja. Okay, das war eine absolut doofe Idee. Ja. Bin gleich tot. Geh mal dahin. Wechsel. Heil. Die können auch runterspringen. Gut zu wissen. Ich nehme dich mal mit. Helft mir. Das ist sehr passend. Oh. Ja, sie kichert sich da oben einen ab. Okay. Ich weich weiter aus. Ich glaube, hier konnte ich irgendwo runterspringen. Hier? Ja, schaut gut aus. Jump. Trinkflasche. Jo, wegrollen. Ich brauche nur eine ruhige Stelle. Hier sieht gut aus. Heilung. Aber ich würde ungern noch mehr Flaschen benutzen, aber ich... Nee. So, du. So, einer weniger. Kleinvieh macht auch Mist. Sollten wir auf zweihändig eigentlich wechseln. Das geht nicht weiter runter. Ja, viel besser. Oh. Roll dich. Da hinten ist Loot. Komisch, okay. Weg. So, alles schön bei mir. Dann laufe ich kurz weg. Wechsel wieder auf einhändig, lauf ganz bis nach hinten, heil mich, pack wieder den Zweihänder aus und dann weiter. Und ich bin hier vollkommen falsch. Das ist alles Zeitverschwendung. Ich sehe nur gerade keinen Weg wieder nach oben. Das ist komisch, aber ich gucke mich um, sobald die hier alle kaputt sind. So. Du weg. Hau ihn. So. Okay, da geht's wieder hoch. Heilung. Merke. Nächstes Mal nicht einfach runterspringen. Sondern einen anderen Weg suchen, weil das hier ist eine Sackgasse. Also es gab eine tolle Hilf-mir-Marke, aber das ist es mir irgendwie nicht so ganz wert. Warum fliehst du? Genau, weg mit dir. Also bei Rot nicht runtergehen. Das ist nur die Frage, aus welcher Richtung ich kam. Ich glaube, das sind die Laternen von dem Leuchtfeuer, richtig? Nee, hier ist ein anderer Fahrstuhl. Moment mal. Welcher Fahrstuhl bist du? Weil eben gerade sind wir ja bei einem Fahrstuhl auch aufgetaucht. Also am Anfang der Folge. Da war er hinter uns. Achso, du bist nur eine der Abkürzungsdinger, ne? Ja, bei dem komischen Typen da hinten. Okay. Also wieder runter. Chung. Da. So.
Euch mache ich mal weg und dann gucke ich mich um. Weil, so wie ich das gerade im Kopf habe, haben wir ein Fahrstuhl mit... Bye bye. Ein Fahrstuhl mit Leuchtfeuer. Dann in der Mitte diese komische Sackgasse, wo wir eben gerade waren. Und dann hier rechts sozusagen der Fahrstuhl nach oben mit der Abkürzung. Ah, das ist komisch. Und der Loot da hinten irritiert mich immer noch. Also der kleine Punkt in der Dunkelheit. Okay, rot wollten wir nicht runter. Bin mir ziemlich sicher, dass wir gleich wieder beim Leuchtfeuer sind. Ich bin auch fast versucht, das Leuchtfeuer wieder zu benutzen. Naja, wegen einem Trank. Das ist Verschwendung. Okay. Ach so, hier war die Illusionskatze. Okay, hier sind wir runtergefallen, hier haben wir die Katze gesehen. Dann war die Katze wieder weg. Ja, weitergelaufen, weitergelaufen, weitergelaufen. Okay. Geradeaus geht's dann zu der Abkürzungsfahrstuhl und hier müssen wir doch runter. Das war das erste rote. Und hier ist das zweite rote. Da unten war meiner Meinung nach die Sackgasse. Wenn ich jetzt aber links hier hochgehe, kommen wir wieder zum Leuchtfeuer. Oh, Moment mal. Hätte ich... Ah, da bist du ja wieder. Weg, weg. Weg, sage ich. So. Ah, okay. Bei dem Funkel... Stoppheilung. Bei den drei Funkeldingern runterlaufen. Ich muss mich gerade konditionieren, dass ich beim nächsten Lauf das richtig mache. Ja, also bei den drei Funkeldingern runter. Einfach dem Weg folgen. Da ist eine Nebelwand. Könnte man wohl runterhopsen. Oh. Was haben wir hier, wenn das nicht der Hauptweg ist? Gegner. Gegner, die weglaufen. Weg. Ja, tritt ihn. Tritt den Geist. Ja. Und ja, es sind keine richtigen Geister. Aber was soll's. Na gut, hops. Oh. Hm, Heilung hätte ich gerne. So, und euch ignoriere ich jetzt wirklich. Das dürfte mich auch nicht später in allerwertesten beißen, weil ich gehe jetzt hier durch und da kommt ihr nicht hinterher. Genau. Schnapp. Und Boss. Ja, Shit. Danke. Jo. Ich versuche gar nicht erst den Schwanz zu treffen. Stamina hoch, Stamina hoch, Stamina hoch. Target ihn, verdammt. Au. Trank. Es läuft irgendwie bei weitem nicht so gut wie letztes Mal. Au. Trank. Da waren es nur noch 17. So, jetzt aber. Oh. Ja, jetzt darfst du schön auf mich raufspringen. Ist doch toll. Weil man die Kamera jedes Mal entlockt. Ja, ich habe ihm schon 10% Schaden zugefügt. Ist eine Au. Ist ein Anfang. Krank. Stamina, Stamina, Stamina. Schön regenerieren und... Au. John. Hm.
Trink, 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 trink. Ja, so knapp. Aber hey, 20-30% schon. Bin aber auch auf 14 Tränke runter. Oh, oh. Neue Spezialattacke. Immer weiter. Gleich kam diese Mega-Attacke. Ich weiß nicht, wann die kam. Ich glaube, dürfte langsam angeschlagen genug sein dafür. Also, Kamera neu locken. Truff. Truff. Immer ein kleines bisschen Stamina überhalten. Genau. Trank, 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 Trank. So, gib ihm. Oh, oh, oh. Gleich noch ein, gleich noch ein. Ich kann schneller trinken, als du mir Schaden machst. Das kannst du mal glauben. Ja, okay, jetzt vielleicht nicht mehr. Komm, lass mich ran, lass mich ran. Schlaf. Trink. So, gut. Ich bin voll, voll Stamina. Geh näher ran. Und jetzt gib ihm einfach noch 3-4 Schläge und er ist kaputt. Ja. Ich krieg Schaden, du kriegst Schaden, alles gut. Ja. Kein schöner Kampf. Echt nicht mit dem durchgehenden Gegenteil. Aber hat's geklappt. Oh, reden. Na, die Prinzessin. Ich hol mir kurz zu meinen Seelenhaufen, Prinzessin. Du scheinst ja noch mit Stillen zu beschäftigt zu sein. Da ist sie. Das ist sehr komisch. Also war sie das Monster oder war sie nun gefangen in dem Monster? Es wäre sehr praktisch, wenn sie reden würde. Ich laufe mal einmal kurz hier außen rum. Hier ist nichts. Hier ist irgendwo ein Leuchtfeuer gewesen, genau da. Das können wir mal aktivieren. Noch nicht benutzen, einfach nur aktivieren. Dann sprechen wir sie nochmal an. Wenn sie dann nicht wieder irgendwas sagt, dann gehen wir einfach. Wobei das halt recht komisch wäre. Vor allem, wo gehen wir hin? Ich denke, also das Ding hat uns ja hierher gezogen, in die Vergangenheit. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Vibe, steh auf und rede. Nee, okay, dann gehen wir halt weg. Wenn du dir nicht helfen willst, helfen wir dir auch nicht. Raus. Teleportieren. Ja, wir können jetzt überall hin. Das ist... Dungeon der Stadt Ulakil. Stadt Ulakil. Ich gehe mal zur Stadt. Dort. Schwarzer Lebewohlkristall. Nee, ich wollte eigentlich zum Pilz. Aber bevor wir zum Pilz gehen, gucke ich mir nochmal ganz kurz den Seelenhaufen da an. Seele des Manus.